So, meine Damen und Herren, wir sind wieder dabei. Wir laufen hier wieder dem Dorf entgegen, ja. Ja, das ist wieder die Chance. Wir müssen die Chance nutzen, aber wir haben zu wenig Leben, glaube ich. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird gar nichts diesmal. Das wird richtig in die Hose gehen, weil wir echt einfach absolut gar kein Leben haben. Wir haben nichts. Wir haben null. Nix, nada, niente. Ja. Wenn die da mal spawnen würden, wieder eher. Vorher sind die schon eher gekommen. Aber jetzt irgendwie nicht mehr, ne? Das ist irgendwie merkwürdig. Ich hab nur echt Schiss, dass der Preboy, der Idiot, wieder eher rausläuft, als er eigentlich soll. Das ist echt so behindert eigentlich nur gemacht. Ich gehe mal in Deckung. Ja, geil. In Deckung gehen, obwohl da noch Feinde draußen sind, ne? Macht Sinn. Das ist für mich keine Deckung. Das ist einfach freiwilliger Tod, quasi. Trotzdem werde ich erstmal vorbeischauen. Was der mir wieder zu erzählen hat, der Typ. Oder sind die schon wieder angekommen? Ich glaube, noch sind die nicht da, oder? Doch, jetzt sind sie da. Ich gehe in einem der Gebäude in Deckung. Ja, mach mal. Mach mal ruhig. Die spawnen gleich alle. Gleich spawnen die bestimmt. Nice. Nicht! Du Idiot, Alter. Das ist so ein Idiot einfach nur. Das ist so ein Idiot. Das ist unglaublich. Was mich nur aufregt, dass ich diese ganze Wichse hier am Anfang immer machen muss. Weißt du, das geht einem so auf den Sack einfach nur. Einfach, weil es immer das Gleiche ist, ja? Immer der gleiche Scheiß hier. Aber ich habe echt noch immer noch keine Ahnung, wie ich den letzten Teil von dem Level da machen muss. Wie ich die alle erledigen kann. So, diesmal habe ich dich. Wo ist die Uzi? Da ist sie. Ja, sehr geil. Momentan alles hier im Reinen. Alles super perfekt. Finde ich geil. Sieht momentan echt gut aus. Sehr geil. Auch geil. Sehr gut momentan. Sieht echt klasse aus. Ach, da ist er schon. Ich dachte schon, wo ist er geblieben, ey? Aber der ist fast schneller als ich. Das ist das Problem. Oh shit! Ja, da war die Muni alle, ne? Dann wechselt der automatisch auf Handgranate. Na super geil, Freunde. Und nochmal das Ganze von vorne hier. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So, Leute. Irgendwann werden wir das sicherlich schaffen. Beim 30.000. Versuch irgendwann mal. Schaffen wir das sicherlich. Sehr gut. Uzi einsammeln, weiter geht's. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss immer die Munition im Auge behalten, ey. Dass ich da genug von hab. Willst du mich verarschen eigentlich? Wie oft muss ich den denn treffen? Ja, komm, fuck you. Kein Bock, diese Spielchen hier zu spielen. Legt er sich auf den Boden wieder. Kleiner Feigling da oben. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Ohne Witz. Jetzt haben wir auch die Uzi wieder. Aua, mein Arm und mein Rücken. Also, das ist doch nicht euer Ernst hier. Die mit den Uzis immer. Die gehen mir hart auf den Sack. Ach, da ist er schon. Jo, alles klar, Freundchen. Ich gehe. Nee, mein Freund. So nicht. Ja, ganz einfach. So nicht. So. Den haben wir auch erledigt. Sehr gut. Finde ich nice.
So, erstmal wieder die Typen da hinten erledigen. Aber das ist kein Problem mit dem Messer. So, wir schleichen uns wieder hinein. Erstmal er hier. Er hier. Und den letzten, den erledige ich mit der AK. Weil der ist mir ein bisschen zu gefährlich immer. So. Holen wir den Preboy ab und dann geht's wieder los. Dann geht's wieder auf den Weg hier. Dann geht's wieder ab hier. Die Luzi geht ab. Auf geht's, Freundchen. So, ich habe diesmal eine andere Idee. Diesmal will ich das so machen, dass ich... Ah, das ist eine Frage, ne? Wie machen wir das Ganze jetzt? Wir haben noch unsere Granatenwerfermunition. Das ist ja an sich ganz gut. Wir haben feindliche Truppen geortet. Sie kommen auf sie zu. Okay, ich gehe direkt schnurstracks in das Gebäude da hinten rein und hole mir die Panzerfaustmuni. Dann ist es halt eine gute Frage. Wie machen wir das Ganze? Wie zur Hölle machen wir das Ganze? Das ist die ganz, ganz große Frage. Ich habe da so eine bisschen andere Idee. An sich, ja. Was ich mich frage, ist Folgendes. Warte mal. Okay, ich muss 4 Plätze zurückgehen quasi. Ist der hier irgendwo? Der muss doch hier wohl sein. Preboy, sag mal Bescheid. Die sind alle weg. Der ist tot. Der kommt da kommt gar keiner mehr raus. Preboy, wo bist du? Wo bist du, Preboy? Das ist jetzt unsere Chance. Wir können das schaffen. Da bist du. Freundchen, jetzt aber. Auf dem Weg. Aber zackig. Scheiße, ich habe keine Muni. Ich habe keine Muni. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wo bist du, Preboy? Preboy, wo läufst du wieder hin? Was zur Hölle? Wo ist Preboy hin? Die kommen jetzt rein. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht! Anja, John, der Panzer, zerstören Sie ihn, damit wir sie evakuieren können. Was? Was für ein Panzer? Ich hab... Oh Mann. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Also... Ganz im Ernst. Wie zur Hölle soll ich den Panzer jetzt zerstören, ey? Kommen jetzt alle hier rein, oder was? Oh, Leute. Alter, ich scheiße mir gleich in die Hose hier, ohne Witz. Da fährt der Panzer draußen rum, ey. Das ist nicht euer Ernst jetzt. Ich hab hier keine Dinge mehr. Ich muss hier versuchen, mit den Granatenwerfer zu killen. Ne. Alles klar. Okay, ich verstehe schon. Es ist unmöglich. Man muss den Panzer mit der Panzerfaust erledigen. Heißt, ich muss mir einen Panzerfaustschuss aufheben. Aber ich habe gesehen, dass ich die LKWs
Die kann ich auch mit dem Granatenwerfer erledigen. So, dich haben wir. Das ist die Sache hier. Die zwei LKWs. Das ist das Gefährlichste. Der Panzer ist ja eigentlich kein Problem, wenn wir Panzerfaustmuni übrig haben noch. Weil dazu müssen wir die erstmal übrig haben, wisst ihr? So, Freundchen, bleib stehen. Bleib stehen, Preboy. Da darfst du nicht alleine hingehen. Hier sind noch böse Menschen unterwegs. Da darfst du nicht einfach immer so vorlaufen. Das ist nicht gut. Boah, das war nice diesmal. Guck mal, diesmal verlieren wir anscheinend nicht mal Leben. Das ist gut. Preboy, sag an. Komm, sag an. Sehr nice. Sehr geil. Momentan sieht das echt sehr gut aus, muss ich sagen. Der muss da sein. Sehr geil. Boah, ich bin stolz auf mich, ey. Ohne Witz. Klappt da richtig gut jetzt gerade hier in dem Versuch. Aber wenn das jetzt nicht klappen sollte, mache ich echt eine Pause. Ich muss so dermaßen auf Toilette, ey. Das ist momentan echt nicht feierlich. Ich glaube, deswegen kriege ich das auch nicht hin. Ich habe doppelt Druck, ja. Druck auf der Blase und Druck, dass ich das hier schaffen muss in der bestimmten Zeit. So, dich haben wir. So, und dich erledigen wir wieder. So. Mein Jung. Mach auf hier, du. Mach auf. So, sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Also. Gegner mit dem Granatenwerfer erledigen. Das ist der Plan. Panzer mit dem Panzerfaust. Auf geht's. Es ist möglich, den mit der Panzerfaust fertig zu machen. Mit dem Granatenwerfer fertig zu machen. Also die LKWs meine ich, ne? Mit der Bescheidlist, so. Aber erstmal hole ich mir natürlich wieder die Panzerfaust. Das kann klappen, Leute. Das kann klappen. Anja Jones, wir haben, ja, blablabla, wir haben Probleme. Ich weiß auch Bescheid. Jetzt aber ab hier, Jones. Komm, gib Gas, renn. Guck mal, da kommt sogar noch Rauch aus den Häusern raus, obwohl da überhaupt gar keiner wohnt, ja. Hammer geil einfach nur. Ha, ist das geil, ey. Verlassenes Dorf, aber hier brennt noch, kommt doch Rauch aus dem Kamin, ey. Da wohnt bestimmt noch einer drin. Die haben sich nur versteckt, ey, weil die ganz genau wissen. Hier geht jetzt gleich richtig was ab. Hier ist gleich Krieg. Hier explodieren gleich Sachen. So, ich hole mir direkt hier die Panzerfaust ab. Ist wahrscheinlich gar nicht der Plan des Spiels, weißt du? Dass ich die Panzerfaust jetzt schon hole. Das wollen die eigentlich gar nicht, aber das ist mir Wurst. Geht mir halt auf den Arsch. Am Arsch vorbei, so. Preboy, sag an, damit ich den schnell fertig machen kann, den Lastwagen. Da kommt er. Da ist er, da hinten. Sehr geil. Sehr geil. Da ist noch einer. Scheiß mal rein! Alter Vater, leck mich hart am Arsch. Meint ihr, die kommen hier rein? Wow, wo war der? Ey, will der mich verarschen? Der hat wieder durch die Wand geschossen oder so eine Scheiße bestimmt, ne? Dreckiger kleiner Pasalacke. Aber gut, boah, wir machen jetzt hier auch Schluss. Beim nächsten Mal versuche ich das ohne Druck auf der Blase und ohne Rückenschmerzen hoffentlich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
Aber ich denke, wir werden das schaffen. Ja, das, so schwer ist das nicht. Also, haut rein!